Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Planet Crafter mit dem kleinen Panny, der hier steht. In der Beschreibung steht der Link zu ihm. Guckt auch gerne bei ihm rein, bitte. Jetzt habe ich gar nicht leiser gemacht. Okay, macht nichts. Und Hallo. da ist er wieder, der Springer. Genau. Hallo, lieber Wobra und Community. Genau das wollte ich sagen, du hast mich jetzt völlig irritiert damit, dass du das rausgenommen hast. Entschuldigung. hallo, Fanny und Community. Ach, mein Gott. So, genau. Wir gucken hier kurz nochmal an die Anschlagtafel. Wie sehen wir dann aus? Luftdruck sieht gut aus. Sauerstoff ist. Nee, Wärme ist ähnlich gut. Bei Sauerstoff müssen wir auf jeden Fall nacharbeiten. Und natürlich Biomasse. Biomasse. Biomasse Ja. dringend. Ich weiß ja nicht, wie viele Raketen haben wir dann eigentlich im Orbit? Nee, warte mal, wo haben wir das gesehen? Fehlt uns hier ein Monitor? Ne, wir haben hier der unten rechts GPS-Satellit 1 und 2. Und den Dreier, den haben wir wohl noch nicht drin. Ne. Da steht aber auch nur mit den GPS-Satelliten, welcher da ist. Nee, gibt ja noch einen Bildschirm, wo du die Satelliten siehst. Aber der ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Oder der ist hier. Hier oben. Nee, das ist nur der hier. Okay. Drohnenvisualisierungsrakete? Okay, die kenne ich Ja, zum Beispiel noch nicht. brauchen wir aber nee, noch nicht. Sag ich ja, da verstehe ich wieder den Ansatz, nee, warum sie das wieder an eine Stelle gepackt haben, was ja keinen Sinn macht. Ja. Weil wir haben Luftdruck hast du ja gesagt, brauchen wir, ne? Luft, nee, Sauerstoff. Luftdruck sieht gut aus, Wärme sieht gut aus, Biomasse und Sauerstoff brauchen wir. Gibt es Biomasse und keinen. Sauerstoff. Dafür gibt es keine Rockets. Können einen Generator bauen. Dann könnte ich zum Wasser rennen. Warte mal, war nicht hier vorne auch Wasser? Jetzt Gerade. wahrscheinlich noch nie, wa? Also hier ist noch keiner. Ne. Aber Eigengenerator, das können wir auf jeden Fall schon mal machen, weil der macht ja auch Pflanzen. 0,2. Okay. Obwohl der große Blumenverteiler, der Zweier, der macht 2,3 an Pflanzen und 40 Sauerstoff. Mache, bringen die eigentlich das, wenn die erst wenn die ausgewachsen sind oder direkt von Anfang an? Direkt von Anfang an. Dann würde ich jetzt die 1er Blumenstreuer gegen 2er tauschen. Ja. Weißt du? Dann bauen wir die hier nämlich ab. 27 Sauerstoff machen die, aber eigentlich sind die nicht schlecht. Da bringen die großen, die bringen dann 40. Okay, dann besorgen wir uns Material dafür. Wir haben den Au, Bildschirm au. Terraforming noch nicht. Oder? Ach doch, das ist ja der hier. Der. Ich 26% sind wir bis zu glaube. den Seen. Okay, ja, immerhin. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir, naja, keinen Dünger haben. Könnt ihr Ja. bauen eigentlich, ne? Dünger können wir nie bauen ohne Algen. Okay. Da geht's schon los. Okay, dann muss sich der Pani doch erst um einen Algengenerator kümmern, weil sonst wird das nämlich nichts. Algengenerator, da muss ich am besten zwei Stück, drei, vier würde ich gerne setzen. Kann ich vier setzen? Vier mal fünf mal Wasser. Eins, Hellsten haben wir Wasser. schon, haben wir Ja. schon, haben wir schon, haben wir Was, schon. was, was? Wolltest du sagen? Haben wir schon eine Antenne? Nee, ne? Nee. Nee, klug nicht. Dann würde ich nämlich eine Kommunikationsantenne mal bauen. Ja, macht das.
Bei den, Gute Idee, ja. Die hat man nicht mehr aufweisen. Silizium, Titan, Eisen. Ach, Scheiße. Ach doch, haben wir doch noch eins. Dann viermal Magnesium. Viermal Magnesium. Und vier Bohnen. Bohnen, Auberginen meine ich natürlich. Ja, nur eine Frage, wo packe ich die hin, ne? Habe ich das Ding auf dem Dach? Ja, würde ich gern aufs Dach machen, tatsächlich. Ja. Weil die relativ groß ist, dann stört die da nicht. Mhm. Gut, ist hier setzt. Können wir mal gucken, ne? Wir haben ja schon ein E-Mail-Fach hier. Kriegt man da was? Nachricht von Sentinel Corp haben wir hier drin. Okay. Hatten wir das schon, oder? Keine Ahnung, das ist jetzt aus dem Kopf nicht. Hier sind ja mehrere. Ich glaube, vorher lesen haben wir sie noch nicht. Soll ich mal machen? Ja. Gut. An Sträfling GP8971L. Das ist der Panni natürlich, ne? Quatsch. Ja, natürlich. Ich bin der Aufpasser. Quatsch. Sie haben beschlossen, Ihre Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn Sie wollen, dass alle gegen Sie ausstehenden Anklagen anfallen gelassen werden, müssen Sie diesen Planeten vollständig terraformen. Unsere Sensoren scannen regelmäßig Ihren Fortschritt und senden Ihnen die erforderlichen Baupläne. Versuchen Sie auf keinen Fall, Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming feststellt, werden sie als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Ja, wie sollen die dann versteckt werden, wenn ich nicht da bin? Egal. Sie können kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für sich beanspruchen. Sie dürfen nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Sie dürfen diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Okay. Ach, wir haben noch andere. Ja, wir haben noch vier andere. E-Class. Eine von No-Name. Einmal von Xiaodan. Oh, neue Mitteilung. Riley. Ich lese die auch nochmal vor. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in ihrer Kapsel und vielleicht im Weltraumwachs finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn sie die richtigen Voraussetzungen erfüllst. Hä? Erfüllen, heißt das wahrscheinlich. Versuchen Sie also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserungen sind von elementarer Bedeutung. Erforschen und verbessern Sie Ihre Ausrüstung, um Ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie. Bisschen spät, aber besser spät als nie. So, da habe ich noch reingeguckt. Was kriegen wir als nächstes? Seewassersammler, das kommt erst bei 55 MTI, das dauert noch ein bisschen. Heizungsstufe 4 bei 63, oder das dauert noch ewig. Biodom Stufe 2 dauert auch noch ein bisschen. Gasextraktor, krass, kenne ich gar nicht. 100 MPA. Okay, wir sind bei 5 erst. Gut. Das ist ja noch was. Kannst du mal gucken, ob der Pflanzenwert bzw. Sauerstoff noch ein bisschen nach oben gegangen ist? Weil ich habe 4 Eigengeneratoren gesetzt, so auf jeden Fall. Ist nach oben gegangen. Ist jetzt von 700 auf 986 der Sauerstoff?
Okay, das geht schon wieder. Ist von 0, noch was auf fast 2. Okay. Ja, das hört sich doch ganz, ganz gut an. Jo. So, ich gucke gleich mal, was unser Iridiumbohrer hier sagt. Was darf ich nochmal füttern? Bitte Bohnen. Bohnen. Oh, die hauen ja ordentlich rein. Ja, die haben den höchsten Wert von ja. allen. Ich glaube 60 Nahrung machen die. Deswegen sind sie halt so wertvoll. Ja. Ich flitze mal rüber zu den Kometeneinschlägen. Ja. Vielleicht ist ja was aber Schönes bei. Jo, das ist nichts Besonderes. Wir bringen auf jeden Fall Alu mit, Iridium mit, Eisen und Titan halt eingesteckt. Ja, und dann müssen wir auf die Algengeneratoren so ein bisschen warten, bis die, sag ich mal, die ersten Algen produzieren. Und dann kann ich nämlich daraus dann... Achso, dann müssen wir... könntest du vielleicht mal machen, ein bisschen Schwefel sammeln. Weil dazu brauchen wir dann ein bisschen Schwefel, um das herstellen zu können. Warten wir nochmal die Schwefelhöhle? War keine Höhle, das war da, wo wir hergekommen sind. Und zwar, wenn du hinten rausgehst, warte mal, dann rechts an den Bohrern vorbei, gerade, nee, warte mal, das ist falsch. Rechts an den Bohrern vorbei, von den Bohrern links halten, durch diesen Durchhang durch und dann bist du auf so einer Fläche, die so einen gelben Nebel über der Erde hat. Da ist ganz viel links von den Bohrern. Ja, links von den Bohrern kommst du an die Höhle und da aber nicht reingehen, sondern an dem Felsen vorbei. Die nächste Möglichkeit, die du dann rechts abbiegen kannst. Okay. Darin und dann kommst du auf so einem Schwefelplateau, sag mal so. Da könnten wir. Wir haben ja die Aufgabe, noch ein paar Extraktoren zu stellen. Vielleicht können wir da gleich mal 2 Extraktoren hinstellen, wisst ihr? Mhm. Warte mal, ich gucke mal, ob wir das dementsprechende Material haben. Hallo. Eisen und Titan. Nochmal Eisen. So. 2 Bohrer sind. Sag mal, haben wir nicht den Unpin-Ding schon gehabt? Die schon, ja. Ach, den haben wir uns noch nie gebaut, wa? Nee. Mikrochip. Hier ist noch warte zweimal Schwefel bei Stoff drin. Ne? Ja, okay. Ja, aber die werden uns nicht weit helfen. Okay, den Unpin-Dings können wir anheften. Den ersten davon können wir schon bauen. 2 Osmium. Warte mal. Haben wir Osmium? Ja, haben wir noch. Osmium, Aluminium, Osmium, Aluminium, was war das noch? Kobalt, glaube ich. Ich baue die gleich in mit, ja. Mhm. Super Leggy, 2 Kobalt und Magnesium. Magnesium. Kobalt war nicht 4. Ich sag den anderen. Magnesium. Magnesium habe ich. Super Legi 2.
Zwei Super Legis. Ah, Heroes. Das ist für uns beide mit unserem, wie soll ich es nennen? Grauen Stübchen. Ja, ist es manchmal ganz gut, dass wir das nicht vor die. Ja. Weil dann können wir nämlich so eine Baupläne einfach mal anheften. Zack. Und zwar anheften tust du mit Rechtsklick drauf. Ja. Ist geil. Weil dann weißt du, siehst und das Geile ist, du kannst das halt mit mehreren Sachen machen. Also mit dem ersten können wir natürlich nur eins anheften. Also eine Sache anheften. Und wenn wir dann den Zweier Anhefter bauen, dann können wir mehrere anheften. So, warte mal, ich überlege, was brauchen wir denn für den nächsten? Für den nächsten brauchen wir dann Zeolit und Methankartusche. Aber Gas können wir noch nicht abbauen. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Da muss erstmal der 1 erreichen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Der hilft uns ja trotzdem weiter. Weil, was wollte der Panny jetzt anheften? Hier, das Ding wollte anheften. Oh. Dann wisse ich ganz genau, was ich brauche. Achso, du hast gesagt, ich soll da was mitnehmen für Abbauen? Extraktoren. Ja. Könnt ihr natürlich hier vor der Tür den einen wegbauen? Wenn du... Also, ich stehen ja zwei hier draußen vor der Tür. Achso, dann bau, warte mal, dann mache ich sie leer und du kannst die Bienen abbauen und ich baue dann einfach hier vor der Tür neu auf. Jo. Soll ich beide abbauen und mitnehmen? Oder? Ja, ja. Aber ich muss ja erstmal leer machen, glaube ich. Ja, ja, ich warte auf dich. Krieg wahrscheinlich wieder nicht alles in der Tasche. Nee. Und den rechten musst du noch leer machen. Ja, ist nur ein bisschen was drin. Jo, ich nehme die Sachen einfach mal mit, weil ich habe jetzt irgendwie vergessen, was da drin war. Aber ich kann das doch markieren. Warte mal. Ja, wollte ich gerade sagen. Markier dir das mal, was du bauen willst und dann siehst du ja, welche Materialien du brauchst. Das Geile ist, wenn die Materialien in deinem Inventar sind, werden die auch farblich nochmal abgehört. Also ist es ersichtlich, dass du sie hast. Ja. Sozusagen. Die werden dann nochmal anders farbig hinterlegt. Wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier die drei Wasserrinnen packe, werden sie so farblich ein bisschen vorgehoben. Wie vier Stück davon? Den brauche ich dann nicht. So, was habe ich gesagt? Wir brauchen ihn davon. Den Magnesium. Gut, wir haben noch neue E-Mail, wenn du die vorlesen willst, oder soll ich nochmal? Kannst du vorlesen. Wo jetzt mal die Lena Dings von oben. So, an alle, die diese Nachricht erhalten. Ich bin ein Planet Crafter, der auf den Planeten Migoria 3 geschickt wurde. Wenn sie diese Nachricht empfangen, bedeutet das, dass sie in der Nähe sind. Vielleicht sind sie ja auch ein Planet Crafter. Okay. Das Wetter ist grässlich und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf dieser kargen Welt, um sie zu terraformen. Ich weiß nicht, warum ich das hier gewählt habe. Der Tod wäre angenehmer gewesen als diese Hölle. Wenn mir jemand Hilfe schicken kann, dann tun sie es bitte. Wäre cool, wenn du dir helfen kannst, denen helfen könntest, ne? Ja. Naja, aber die meisten sind ja leider verstorben hier auf dem Planeten. Hm. Die war schon... an dem ihn Wrack ja festgestellt haben. Ja. So, Sauerstoff sind wir jetzt bei 986. Das ist doch schon mal ja nicht so schlecht. Ja. So, ich baue jetzt quasi die beiden Dingens auf. Und zwar... Ah, ich finde das so schön mit dem Anheften. Ja. Endlich brauchst du keinen Kopf mehr machen, was du brauchst. Ja. Die zwei Abbaudinger, die baue ich da in der Nähe von dem Häuschen hin, das hier hingestellt hast, ne? Ja. Ist das in der Höhle auch, wo ich das in die Höhle baue, oder? Nee.
Nein, draußen auf der Fläche, wo dieser gelbe Nebel auf der Erde ist. Na, ich würde vielleicht kann man die auch da reinbauen oder was. Nee, in der Höhle war eigentlich mal. Ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. In der Höhle war Osmium, glaube ich. So, wow. 1, 2, das getan. Sehr schön. So, dann baue ich hier gleich wieder die Wehen für die Grundmaterialien wieder hier vorne hin. So, ich bring direkt mal eine Ladung Schwefel mit, ne? Ja. Das übersehene Osmium. So, ich guck schon mal, ob die ersten Algen fertig sind. Aber ich denke, dass das Wasser noch eigentlich noch ja nicht tief hier noch ist. Naja, werden wir sehen. Warte mal, vielleicht baue ich da vorne noch so ein kleines Ding Außenposten hin. Zweimal Titan. Immer Silizium. Dreimal Eisen, bitte. Kein Eisen? Was ist hier los? Ich habe noch 6-mal Osmium gefunden. Ach, wieso Eisen war? Osmium hast du gefunden? Sehr schön, kannst du mitbringen. Auf jeden Fall brauchen wir für die Bohrer. 6-mal. Jetzt denke ich mal, weil er die Eisschmelze begonnen hat in dem Dingen, in der Höhle. Dass er deswegen das doch freigelegt wurde. Ja, das kann sein, ja. Da bräuchten wir fast noch neue Schränke für die für Schwefel und Osmium und so, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall brauchen wir da welche. Ja, nie drum rumkommen. Oh, die ersten Algen sind fertig. So, finde ich den Ausgang hier wieder? Ja, da. Ja, ist noch nicht tief genug. Dass hier mehr Algen spawnen können. Ein bisschen flach. Bei Testerfall, wenn du bei Eis guckst. Weil da im Eisgebiet, wo wir das den Eismarker haben, da sind ja schon Seen, ne?
Ja, aber der größte See entsteht hier vorne immer tatsächlich. Achso. Der ist wirklich am tiefsten auch. Die tiefste Stelle und du brauchst eine bestimmte Tiefe, damit die Algen halt vernünftig wachsen können. Mhm. Wenn du das in so eine kleine Pfütze drin setzt, so ein Algengenerator, passiert gar nichts. Das ist schlecht. Ja. Da kann ich den noch hier schon ranpappen, ey. Ja, immerhin eine halbe Tasche voll Algen habe ich. Und das ist so okay. Für die erste Charge. Mal gucken, können wir gleich 3, 4 so eine Dinger bauen. Ich denke eher 3 wie 4. Weil wir mal 3 Algen, glaube ich, brauchen. 3 Algen, 1 Schwefel und 2 Auberginen, glaube ich. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. So, 2 Schränke sind. Sehr schön. Der Schwefelschrank ist so gut wie voll. Ach guck mal, Biomasse ist ja auf 6,5 schon. Mhm. Na, jeden Dings habe ich schon hingestellt. So, wo hast du den Schwefelschrank hingebaut jetzt? Hier. Ah ja, danke. Und hier ist der Osmium. Mal vielleicht 10 mit hochnehmen. Bei Osmium brauche ich erstmal nicht. Ich brauche für den Dünger brauche ich... Schwefel. Ja, dann gehe ich doch mal eine Tour machen dahin. Ja, Schwefel. Aubergine, haben wir gesagt. Katze, du siehst schon, dass hier alles belegt ist, ne? Brauchst dich nicht hinzuzwängen. Achso, wir haben schon 27 Minuten, dann mache ich das in der nächsten Folge. Schon. Hier wird es ja schon richtig schön grün hier. Ja, ist cool, wa? Ja. Den ersten Dünger produzieren. Neue Mitteilung. Oh, okay, 5-mal Dünger habe ich hergestellt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Können wir schon mal mitarbeiten. Das heißt, wir können das anheften. Hier oben ist ganz schön dunkel irgendwie. Ja, und da auch, ja. Katze, mach dich mal nicht so breit hier. Mal Wasser leer machen da unten. So, wenn du mal fertig bist, dann. Ja, ich sammle ein bisschen Wasser noch ein. Achso, bist du gerade dran. Oh, wollen wir einmal was dann noch rausnehmen? Hey, hey, hey. Ja, reicht dann Wasser. Super Leggy 5-mal. Und 5-mal Magnesium. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Abmoderation, wa? Jo. Bis gleich. Bis gleich. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank fürs Reinschauen und denkt dran, auch bei dem Newton Panny mal reinzuschauen. Link ist in der Beschreibung und im Video. Also bis zur nächsten Folge. Bye bye, euer Wobra.